Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch salvierte Spectatoris, zu einem Preview von Total War Warhammer 3 mit mir, dem Tante, genau bekannt als Günther Shadow. Wir spielen die Fraktion von Katai und ich darf euch die heute zeigen in einer Pre-Release-Version. Das Spiel wird erst noch erscheinen. Das hier ist übrigens die Aufzeichnung eines Livestreams, die ihr hier seht. Und ich lade euch gerne ein, mich auch mal in einem Livestream zu besuchen. twitch.tv/GünterShadow ist. Der Link ist in der Videobeschreibung. Und ich möchte gar nicht so viel Zeit verlieren. Ich spiele sehr viele Total War-Spiele. Und Warhammer 3 auf jeden Fall ein Titel, auf den ich mich sehr freue. Und das, was ich bisher gesehen habe, ist schon beeindruckend auf jeden Fall. Aber schauen wir mal. Das hier soll ja jetzt noch nicht dazu dienen, das Spiel so im Detail zu besprechen. Dafür ist es noch zu früh. Hier nochmal der ausdrückliche Hinweis. Ihr seht es auch oben links in der Ecke. Das Spiel befindet sich noch in der Entwicklung. Beachtet also bitte, wenn ihr das guckt. Es kann sich alles noch ändern. Und das solltet ihr einfach auf dem Schirm haben. Release ist im Februar, 17.02. Und ihr könnt mich natürlich unterstützen, wenn ihr, das ist jetzt mein Werbehinweis, falls ihr Bock habt und euch das Spiel sowieso zulegen wollt, dann könnt ihr es zum Beispiel durch einen Partnerlink erwerben, findet ihr in der Videobeschreibung. Und Flying Birdies sage ich nochmal vielen Dank an den Sub, also nochmal vielen Dank für den Sub. So, wir spielen also Katai und wir spielen mit Miao Ying, die Sturmdrachin, finde ich sehr schön, ne? dass hier eine Sturmdrachin ist, aber gut, okay. Herrscht über das nördliche Katai und befehligt die Armee der großen Bastion. Sie regiert ihre Provinzen bereits seit Jahrhunderten mit Kühle und Unnahbarkeit und verteidigt sie mit erstklassigen Waffen und kuriosen Kriegsmaschinen. Denn die große Bastion ist der Schild, der ganz Katai vor den Mächten der Verderbnis im Norden beschützt. Und solange dieser Schild hält, wird Katai gedeihen. Wir haben also die ehrenvolle Aufgabe, die Chaos-Invasion aufzuhalten. Und ich bin gespannt, wie wir das hier umsetzen können. Wir kriegen -2 Korruption als Effekt. Wir bekommen +10% Führerschaft beim Kampf gegen Chaos-Dämonen. Wir erhalten 20% mehr Munition für Geschosseinheiten. Das ist für Katai tatsächlich sehr typisch, ne? Es gibt so Armbrustschützen und Bogenschützen. Und die besonderen Effekte unserer Kommandantin, wir haben einen 50% reduzierten Unterhalt für Geschossinfanterie. Wir bekommen einen Wert von +3 auf Yin und Yang. Das sind so, das ist eine Fraktionsmechanik, die wir gleich kennenlernen werden. Und hier gibt es eine Liste aller Einheiten und Zauberer. Die müssen wir uns jetzt noch nicht angucken. Wir dürfen 50 Runden spielen und das würde ich sagen, das schauen wir uns dann auch an. Ich spiele das übrigens auf normaler Schwierigkeit, denn ich sehe nicht ein, in einem Spiel, wo die Entwicklung noch läuft, jetzt hier auf sehr schwer zu spielen. Da könnten Sachen passieren, die so nicht vorgesehen sind. Viele haben vielleicht mal gehört, es gab irgendwann mal eine Äußerung von einem CA-Mitarbeiter, der wohl mal gesagt hat, die Spiele werden nicht für sehr hohe Schwierigkeitsgrade entwickelt irgendwie. Vor dem Hintergrund lassen wir es mal auf normal. Und ich gebe noch den Hinweis, dass hier spiele ich jetzt relativ unbedarft. Also das heißt, wir werden also gemeinsam diese Kampagne von Katai kennenlernen. Und darauf freue ich mich jetzt, wenn wir das jetzt tun werden. Und nochmal guten Abend an den Trajanator und an den Friedrich Hecker. Also dann würde ich sagen, starten wir die Kampagne. Das Großkaiserreich Katai ist das Land des himmlischen Drachenkaisers, bevor das Chaos diese Welt zerstörte, lernte der himmlische Drache Menschengestalt anzunehmen. Um seine Herrschaft zu unterstützen, nahm er sich eine Gefährtin, die Monddrachin, und hatte 9 Kinder mit ihr, die die Herrscher über die edlen Provinzen Katais wurden. Von diesen 9 werden 4 bereits an die Zeit und durch Feinde verloren. Miao Ying, die Sturmdrachin, war die Erstgeborene und erhielt die Ehre, die nördlichen Provinzen zu regieren und die Verteidigung Katais als Kommandantin der großen Bastion durchzuführen. Doch die Raubzüge des Chaos nahmen kein Ende und die Bastion steht unter Druck. Die Macht eines Gottes könnte vielleicht dabei helfen, die Grenzen Katais zu sichern. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Sturmdrachin in die Reiche des Chaos zu locken? Fragezeichen. Ich reise gen Osten, um eine Audienz zu erbitten, sagt also hier der Erzähler der Kampagne. Und hier sehen wir schon so einen kleinen Eindruck von den Einheiten. Das ist eine Musketeninfanterie,
Das ist eine Speerkavallerie, also wahrscheinlich eine Schockkavallerie, würde ich mal behaupten. Eine Art Golem oder ähnliches, ein Elementar vielleicht. Und hier die Ballons, sieht interessant aus. Okay, schauen wir mal. Also ihr kennt euch da wahrscheinlich vom Lore her besser aus. Ich habe vor Age of Sigmar aufgehört, Warhammer zu spielen. Ich habe früher Tabletop gespielt. Aber das ist wirklich ewig her. Ewig her auf jeden Fall. Grand Cathay, a vast empire to the east, ruled by powerful creatures, dragons, who can inhabit human form. You are gravely mistaken. We have no interest in a mere god's power. No interest in power to use against the forces of chaos? I am Yao Yi, the storm dragon. Older than the gods themselves. You are here for a greater purpose. This map shows the energy of all things. There should be harmony, but the world is unbalanced. My younger sister, Shenzu, bringer of light and hope. She ventured beyond the Norsken Mountains. But was lost. Without her light, darkness prevails, and our family has no comfort. Though I feel your loss, the Dome of Fates provides no insight to your sister's whereabouts. Ursa knows he witnessed her fate. Then why does he not tell you, Iron Dragon? There is mistrust between dragons and gods. If we save Ursun, he will tell us how to find Shenzu. Let me serve you, mighty dragons. I can reach Ursun. Lead you to him before it's too late. For one drop of his blood. Your destiny is to guide us. The armies of Cathay must breach the Maelstrom and march into chaos. Balance will be restored to the world when Shenzu is returned to you. Unser Ziel ist klar. Um die verlorene Schwester zu finden, müssen wir den Bärengott anhören, bevor er zum Mythos wird. Mhm. Ja, also ihr kennt das ja wahrscheinlich schon von der Hintergrundgeschichte. Wir müssen jetzt also das wird dann bei uns auch so sein, dass wir halt eben ins Reich des Chaos reisen müssen, ne? Okay. I am the anointed guardian of the Great Bastion. Any breach brings great dishonor upon me. So prove your worth, mortal. Ja, große Matriarchin. In der großen Bastion existiert tatsächlich ein Riss. Die Heere des Zen dringen durch die Ruinen des Schlangentores ein und haben den Terrakotta-Friedhof übernommen. Auch an anderen Orten wird die Bastion durch die Streitkräfte des Wandlers bedroht. Den schrecklichen Xianxi, wie ihr ihn nennt. Doch trotz der Angriffe gibt es noch tapfere Verteidiger, die euch treu ergeben sind. Unterstützt sie, und sie werden freudig mit einer ehrwürdigen Drachin konföderieren. Ihr werdet solche Verbündeten brauchen. Denn auf der anderen Seite der Mauer lauert die größte Gefahr. Die ewige Belagerung dauert an, denn die dunklen Mächte lechzen immerfort. Dort wartet auch der Drahtzieher dieses Übels. Kairos Schicksalsweber bezwingt das dämonische Orakel, bevor es die Bastion stürzt. Schicksalsweber ist tückisch und diese Invasion nur ein Teil seines Plans. In den Minen von Nanyang lässt der bösartige Einfluss des Wandlers Unruhen schwelen. Schlagt sie schnell nieder, um eure Autorität zu stärken.
Bevor wir diesen Kampf in die Reiche des Chaos verlegen können, müssen wir die Harmonie im Großkaiserreich Katai wiederherstellen. Es gibt viel zu tun. The Bastion can never be breached. Ja, also besonders toll fand ich das Vogelhaus, das wir zum Vogelhäuschen machen werden, würde ich mal sagen. Ne? Also bevor wir diesen Kampf in die Reiche des Chaos verlegen können, müssen wir die Harmonie im Großkaiserreich Katai wiederherstellen. Es gibt viel zu tun, ja. Okay, unsere erste Aufgabe. Ich muss mal ganz kurz mein Mikro ein bisschen anders hier platzieren. Jedwede Entwicklung in Katai steht im Einklang mit Yin oder Yang. Basierend auf dem Gleichgewicht der beiden Kräfte erhaltet ihr Boni oder erleidet Strafen. Es kommt ja leider kaum ein Total War Spiel ohne so eine Mechanik aus, wo man dann entweder, wo man einen Bonus ohne einen Malus bekommt. Ne? Also irgendwie muss man da immer irgendwie abwägen. Und wir sehen das jetzt hier, ne? Unser Yin-Wert, der heißt also, wir machen, schau mal hier, guck mal, Einkommen aus Yang-Gebäuden plus 5%, okay. Und Baukosten minus 5 für Yang-Gebäude. Ja, das ist unsere Stufe hier, ne, unsere Stufe der Harmonie, okay. Und das heißt also, wir sollten jetzt versuchen, da diese Harmonie zu erreichen, um diese Synergieeffekte zu erzielen. Ne? Das heißt also, wir brauchen irgendwie 3 Punkte beim Yang, will ich jetzt mal sagen. Ne? Die 3 Punkte kommen ja hier durch die Charakterin zustande. Wir kriegen Wachstum von plus 20 und diplomatische Beziehung plus 10 mit Karteifraktion. Und ihr seht also hier diese hier minus 10 auf die öffentliche Ordnung. Ne? Das ist schon heftig. Kontrolle heißt der Wert halt hier. Ne? Also das wäre jetzt, glaube ich, mal erstmal so das Erste, was wir brauchen. Ne? Dann gibt es noch den Wuxing-Kompass. Er beeinflusst die Winde der Magie, die um Katai wehen. Die Herrscher des himmlischen Kaiserreichs können seine Macht nutzen, um ihre Verteidigung zu stärken, ihre Ländereien zu bereichern oder schädliche Magie in die Wüste zu lenken. Und dann gibt es noch die Elfenbeinstraße. Achso, Moment, muss ich noch ganz kurz hier... Herrscher des himmlischen Kaiserreiches können seine Macht nutzen, um die Verteidigung zu stärken, ihre Ländereien zu bereichern oder schädliche Magie in die Wüste zu lenken. Ja, stimmt. Damit kann man dann, glaube ich, also so diesen, würde jetzt mal so rauslesen, damit kann man den Ansturm dieser Chaos-Fraktion abschwächen oder so, ne? Oder eben so einen temporären Einkommensbonus erzielen, ne? Da ist dieser Wuxing-Kompass. Die Elfenbeinstraße. Kataianische Fraktionen können Handelskarawanen auf der gefährlichen Elfenbeinstraße nach Westen entsenden. Für den Erfolg der Expedition müssen Entscheidungen getroffen und Herausforderungen bewältigt werden. Weitere Informationen über Katai gibt es hier. Da draufklicken. Dann sehen wir hier noch in der Schlacht. Kataianische legendäre Kommandanten können in Schlachten nach Belieben zwischen ihrer Menschen- und Drachenform wechseln, wobei jede Gestalt eigene Vorteile bietet. Katayanische Magier werden stärker, wenn mehr als einer in derselben Schlacht kämpft. Siehe auch Rassen. Interessant. Okay. Agenten des Schicksalswebers schüren das Feuer der Rebellion. Solch Aufruhr darf Nangao nicht erreichen. Genau, ne? Das ist unsere Hauptstadt, Nangao. Und die Rebellion von Nanyang, die müssen wir jetzt platt machen. Die Minen von Nanyang nähren sich. Entschuldigung. Aus den Minen von Nanyang nähern sich feindselige Rebellen, die unter dem bösen Einfluss von Qianqi stehen. Die Marionetten des Schicksalswebers, ne, also der Typ mit dem Vogelhaus, sollen für Unfrieden sorgen, während er die große Bastion angreift. Doch ihre Kundschaft entschuldigt nicht ihren Ungehorsam, ihre Knechtschaft. Ich muss mich entschuldigen, meine Kinder spielen im Hintergrund und ich höre die immer so ein bisschen nebenher. Also ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht so laut. Der Zorn des Drachen erwartet sie. Wählt mit der linken Maus. Okay, gut, ja, das ist jetzt echt basic, ne? Alles klar, das machen wir mal. So, und dann würde ich sagen, dann ist das auch unsere erste Amtshandlung. Wir kümmern uns jetzt erstmal um diese Schlacht hier. Genau, die machen wir mal weg. Kommt noch Apples? Nee, ne? Bevorstehende Kriege, das lesen wir gleich. Oder lesen wir es jetzt? Wir lesen es mal besser jetzt, sonst ist es nachher am Ende weg. Ich weiß es nicht genau. Bevorstehenden Kriege. Unser Ziel ist klar. Um die verlorene Schwester zu finden, müssen wir den Bärengott anhören, bevor er zum Mythos wird. Gut, alles klar. Dann. Die nördlichen Provinzen. Jedwede Entwicklung in Katai steht im Einklang mit Yin oder Yang. Basierend auf der... Okay, das haben wir schon gehabt. Und dann Mission erteilt. Das haben wir auch schon. Gut, alles klar. Das kann dann weg. Und dann machen wir den Typen da jetzt mal Fritte. Und natürlich ist das unsere erste Schlacht, die wir selber spielen. 50 Punkte Magie haben wir.
wir können das auch auto-resolven, aber jetzt schauen wir uns mal die Einheiten so ein bisschen an. Wir haben hier einen Ballon, ne? Was ist das hier? So eine. Das ist eine Fernkampfwert, habe ich da eben gesehen, oder was? Nahkampfangriff nicht so stark. Alter. Naja, egal. Wir sehen es gleich. Ich lese mal gerade ganz kurz bei euch rein. Gildoring Lorion, ich habe das so verstanden, dass man nur Mali bekommt, wenn Yin und Yang im Ungleichgewicht sind. Ja, genau. Also wenn du die im Gleichgewicht hältst, kriegst du keine Mali. So habe ich das eben auch gesehen. Ja, genau. Micha schreibt noch, Wahnsinn, wahrlich ein Muss. Primus One, hey, grüß dich. Schön, dass du da bist. Guckst du ein bisschen zu? Na, wie geht's dir? Grüß dich. Und dann, was haben wir noch? Erledigt, Klavikurs hatte noch, dann Gildoring Lorion fragt noch, ich habe die CIA-Blog-Einträge zum Game verfolgt, deshalb weiß ich das ein oder andere. Finde ich gut, Gildoring Lorion, danke dir. Vielen Dank, dass du mich heute Abend hier etwas unterstützt. Okay, das da kennen wir, glaube ich. Ne? Wir können jetzt Magie kanalisieren, das brauchen wir aber nicht machen. 50 Punkte ist maximal an Reserve hier vorhanden, wir starten mit 10 und wir können also eigentlich die Aufstellung starten. Ne? Wir sehen hier unsere Einheiten. Das sind die. Eure Soldaten sind für den Kampf bereit, mein ja. Herr. Sie erwarten eure Befehle. Ja. Aufstellung. Ja, alles klar. Mach das mal zu. Ich steuere das mal anders. Ich habe noch kein Tastaturprofil. Ne? Wir sehen hier, das ist eine. Das ist jetzt eine Yin-Einheit und das ist eine Yang-Einheit. Ne? Entbehrlich. Vorhautaufstellung. Sehr schnell. Harmonie Yang. Mhm. Entbehrlich, schwache Panzerung. Was haben wir hier noch? Armbrustschütze, himmlische Drache. Range ist 140, 160. Ne? Das ist so ganz gut. Die kommen direkt nach vorne. Und da können wir ja was verlieren. Das macht dann nichts. Und hier bei denen auch. Können wir versuchen, seine gegnerischen, seine Einheiten zu fokussen. Plänkelmodus machen wir sofort aus. Brauchen wir nicht. Dafür machen wir den Defensivmodus an. Unsere Drachenlady. Magier, Harmonieverstärker plus 100, gepanzert. Nahkampfexperte, Wunderbür. Kann außerdem zaubern, Erdenblut, Trefferpunkte wiederherstellen, aber keine Toten wieder auferstehen lassen. Und Real Ironhide, vielen Dank übrigens für den Sub auf Prime. Und Crusader nochmal danke für den Sub, den du dem Dreier-NATO geschenkt hast. Da freut er sich bestimmt auch. Sturm des Schatten, Geschwindigkeit minus 45%. Nice, okay, cool, Zauber. Wind and Fire. Dann würde ich sagen, unsere Infanterie stellen wir hier so, ne, kompakt auf dahinter. So, du bist eine Arti-Einheit. Du kannst da stehen. Witzig wäre natürlich auch, so ein bisschen hier aus der Distanz drauf zu ballen. Aber so hast du wenigstens ein schön freies Schussfeld. Ne? Geschossstärke 467. Nur ganz kurz gucken. Himmels-Chunken-Bombe. Das sind die Dinger, die abwerfen können. Ne? Okay, alles klar. Immer in der Luft. Auge des Drachen. Walderkennung plus 100. Führerschaft plus 4. Wichtig. Wunden, passive Fähigkeit, Fluch. Waffengrundschaden minus 20%, Rüstungsdurchdringer, Waffenschaden minus 20%, Geschwindigkeit minus 10, Trefferpunkte. Aktiviert werden Trefferpunkte unter 25, okay. Kampfharmonie, Yin. Yang, aktiviert, wenn Yang-Einheiten in der Nähe. Ja, innerhalb von 45 Metern befinden, Wirksamkeit des Effekts steigt. Durch den höchsten Harmoniemultiplikator der Einheiten in der Nähe. Okay, gut. Alter, Leute, das ist ja eine Wissenschaft für sich. So, ne? Jetzt haben wir eine bessere Nachladefähigkeit. Also du musst nah dranbleiben. Das heißt, der Typ, der muss immer mit, ne? Am besten mittendrin statt nur dabei. Ne, gilt hier auch so. Je näher die beieinander stehen, desto mehr Harmoniewerte gibt das. Die Kaff würde ich aber trotzdem gerne im Wald verstecken, wenn es geht. Ist der versteckt? Jo. Cool. So, dann schauen wir uns mal die Harmoniewerte an. Was kriegst du? Führerschaft plus 5. Nahkampfabwehr. Okay, nice. Warriors. Nachladefähigkeit, Führerschaft. Das kriegst du wahrscheinlich auch, ne? Das ist wohl identisch, ne? Okay, ja. Der höchste Harmonie-Multiplikator in der Nähe. Woran ermittle ich den höchsten Harmonie-Multiplikator in der Nähe? Wo gibt es diesen Wert Harmonie-Multiplikator? Na egal, wir starten jetzt mal das Gefecht. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal, ne? Wahrt die Harmonie in euren Heeren selbst in den chaotischsten aller Schlachten. Die Verteidiger des himmlischen Kaiserreichs kämpfen im Einklang am besten. Das ist doch nice, ne?
Shenyan's faithful. Fight as one. Order and balance. Never conquered. Wenn da so steht, dann heißt es, die schlafen. Sent by dragons. Dragon Guard. Celestial Fury. Acceptable. Setting forth. Peasant archers. Eure Truppen sind unter der Schuss. Nee, sind sie nicht mehr. Er hat seine Einheiten bereits verloren. Die Quelle der Geschosse aus. The Storm Dragon. All spears! Warriors! Praise the dragons! Master of Tempest! The Storm unleashed! Archers! Kannst du auf ihn schießen, bitte? For the Moon Dragon! Peasant Horseman! Repositioning! Shenyang sends us! Mhm. Move in formation! Kannst du da mal so ein Bömmchen drauf werfen? Sent by dragons! Komm, schneller! Oh, Alter, das wird zu einfach. Hau ab! The Celestial Faithful! Move as wind! Horseman! Harmonious Wrath! Mord in ordered ranks! Naja, okay, gut, ich glaube, es war nicht die beste Idee, mit Zeppelin hier ins Gefecht zu ziehen, oder? In unison! Jade Warriors! Wind and Fire! Wie viele haben da überlebt? 4, okay. Minds as one! Tschüss! Ich würde ihn gerne endgültig ausschalten. Das ist immer besser, wenn man diese Schlacht da jetzt schon mal los wird. Ja, ne? Komm, dann machen wir hier jetzt Gefecht. Ich meine, so ganz kurz, ne? Also, wir könnten das jetzt natürlich exploiten, ja? Hieße, wir lassen ein paar Truppen am Leben, sodass diese Armee übrig bleibt. Dann machen wir die zweite Gefecht als automatische Schlacht. Dann bekommen wir einen Erfahrungsbonus. Dann kriegen wir zweimal Erfahrung für die gleiche Popelarmee. Wollen wir das jetzt machen? Ich weiß es nicht. Also da wir ein bisschen Skillpunkte haben wollen, ist es wahrscheinlich nicht ungerechtfertigt, das jetzt zu sagen. Ja. Ist dann also. Gucken wir mal. Na, wir wollen ja irgendwann noch ein Level kriegen. Vielleicht überlebt ja was von dieser Armee. Gebäude können in einer Siedlung von der kontrollierten Fraktion errichtet werden, um ihre Produktion und Verteidigung zu verbessern. Die verfügbaren Gebäudereparaturoptionen lassen sich in der Provinz besichern. Von Gebäuden kostet Zeit und Geld. Fertigstellen Gebäude bringen jedoch höhere Reihe Vorteile. Tut mit dem Symbol erscheinen. Ist klar. Okay, ja. Ui, das ging schnell. Haben wir überhaupt irgendwas verloren? 3 Einheiten. Wo? Da. Wir haben die Quecksilberrüstung erobert. Okay. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht so gut, das Ding anzuziehen, aber okay. Wir holen uns den Führerschaftsbonus für 5 Runden plus 4 Führerschaft, oder? Wobei, 215 Gold. Ja, ich weiß nicht. Nimm den Führerschaftsbonus. Ui, okay, er ist trotzdem down. Ja. Cool, wir haben Geld gekriegt. Und wir haben einen Astromanten rekrutiert. Geschwindigkeit plus 20%, das ist nice. Feind im Kampf getötet. Hat sich euch als mächtiger Verbündeter angeschlossen. Fügt ihn eurer Armee hinzu. Ja, Ferdinand von Zeppelin wäre stolz, er wird wirklich. Faraway, ich kann dir keine genaue Zahl sagen. Wir können ja mal gleich in die Vogelperspektive gehen und mal gucken, was wir hier so sehen. Aber das weißt du wahrscheinlich schon, ne? Mission erteilt. Entsendet euren Helden, sich eurer Armee anzuschließen. Ja, okay. Weitere Rebellen haben sich in den Minen vor uns eingenistet. Verstärkt eure Armee mit loyalen Kriegern, die euch verehren, wie es euch zusteht. Hm. Sekunde gerade. Ja, mach das mal hier. Astromancer of Grand Cathay. Ja. Ich glaube, das muss ich erst wegklicken. Das urweltliche Gleichgewicht der Natur ist in eurem Reich aus den Fugen geraten.
stellt die Harmonie wieder her. Denn sie ist die Grundfeste, auf der euer majestätisches Reich fußt. Sekunde. So. Plus 1000 für die Schatzkammer stellt das Gleichgewicht der Harmonie wieder her. Ja, das müssen wir jetzt machen. Ne? Errichtet Gebäude oder erforscht Technologien, um dieses Gleichgewicht der Harmonie wiederherzustellen. Okay, Gut, alles klar. Da dieser Harmoniebonus, wenn ich mir das mal angucke, guck mal, Baukosten minus 20, diplomatische Beziehungen plus 20, Wachstum plus 40, Einkommen plus 25, Kontrolle plus 8, Korruption minus 5, Armeefähigkeit Ahnenkrieger. Das ist schon sehr krass, oder? Das ist schon sehr, sehr krass. Also, da sollte man ja auf jeden Fall Wert drauf legen. Erstmal packen wir den Agenten hier rein. Was kannst du auskundschaften? Steigert die Chancen der Begleiter mir auf einen magischen Gegenstand nach dem Sieg? Kontrolle ausdehnen, erhöht die öffentliche Ordnung, ne? Beständiger lokaler Effekt. Technologie stehlen, Held verwunden, Armee blockiert. Wir könnten natürlich auch mit dem Helden jetzt hingehen und sagen, wir wollen die Minen von Nanyang irgendwie sabotieren, ne? Wenn sie Technologie stehlen, bekommen wir Forschungspunkte. Bekommt er da eher einen Level, nur wenn er Erfolg hat? Die Chancen sind 50%, ne? Wie ich meine Fähigkeiten hier kenne, wird er fatal scheitern und ist dann verwundet für 5 Runden oder so, ne? Bringt er mir jetzt was in der Armee? Eigentlich nein, ne? Also wir könnten auch genauso gut hingehen und jetzt da was rausstipitzen. Die Gebäude bringen ja auch entsprechend Punkte. Das heißt also, wir könnten hier mal schauen. Strategische Position, okay. Töpferei, aha. Du bringst keinerlei Punkte, ne? Ist nicht hier so Yin und Yang Gedöns, ne? Dann könnten wir mal hier schauen. Das Ding ist Ulti, plus 6 Kontrolle, defensive Vorräte, plus 500. Okay, damit wir nicht mehr so einfach belagert werden können. Du bringst Einkommen und Ressourcen. Und du... okay. Pulvermagazin... Kranichschützen, Großkanone. Sieht gut aus. Feuerung. Was ist das? Was? Feuerregenrakete. Kommt mir bekannt vor. Große Longmar-Reiter. Jadelanzenreiter. Nice. Okay, ja. Und hier haben wir die normalen Bauernreiter. Sekunde, wir gucken nochmal einmal kurz durch. Die Reiter haben wir, ne? Jade-Krieger, das ist so diese Standard-Schwertkämpfer-Infanterie. Schlafsaal. Jade-Krieger-Armbrustschützen. Und dann Jade-Krieger mit Hellebarden und Jade-Krieger-Armbrustschützen mit Schild. Okay. Ja, alles klar. Das ist jetzt nicht so. Das ist jetzt erstmal noch nicht so ungewöhnlich. Was haben wir hier? Alchemist. Himmelslaterne. Das sind ja diese Dinge, die wir haben hier gewissermaßen. Wobei wir haben, genau, wir haben diese Himmelschunke. Das heißt also, wir haben halt hier schon unsere fliegende Artillerieeinheit. Ne? Was gibt's noch hier? Terrakotta-Wache. Das sind diese Viecher, die wir eben gesehen haben, ne? So ein bisschen Golem-mäßig, ne? Und nochmal ganz kurz der Hinweis, Wolfi, vielen Dank übrigens für den Follow. Schaut doch mal, wenn ihr mir eine Nachricht schreibt, immer ein Edgünter Shadow vorne dran oder hinten dran zu schreiben, damit ich ein Highlight kriege. Und eure Nachrichten auch nicht übersehe. Astromant haben wir schon, könnten wir jetzt bauen. Gibt eine Technologieforschungsrate. Guck mal, 8000 kostet das Ding. Da brauchst du ja auch die Harmonie, um überhaupt die Kohle erstmal zusammen zu haben, ne? Aber gut, kriegst du mehr Astromanten. Wuxing Kriegskompass. Magischer Streitwagen. Den gibt es dann hier als Gerät zum Beispiel. Und Terrakotta-Waffe, Yang-Harmonie gepanzert, rüstungsdurchdringend, schwerfällig. Heißt das wahrscheinlich lahm ohne Ende, ne? So, ist wahrscheinlich auch so beabsichtigt, ne? Schaltet Heldenrekrutierung frei, Astromant, ja. Was haben wir hier noch? Himmlische Drachenwache, Hellebarden-Infanterie, aber ohne Schild wahrscheinlich dann, ne? Gegen große Feinde, Ansturm abwehren gegen alle. Das ist stark. Ansturm abwehren gegen alle ist mächtig. Also ist ja egal, ob eine kleine Einheit anstürmt, ob eine Kaff-Einheit anstürmt, ob, weiß ich nicht, ne? Also, das ist schon gut.
auch Monster oder sowas, ist egal. Ne? Anschwampfen gegen alles ist nicht schlecht. Abrus Schützen des himmlischen Drachen, so now we're talking. Mit Panzerung und Schildharmonie Yin, rüstungsdurchdringende Geschosse. Reichweite 160, Geschossschaden 29, Armor-Piercing-Damage. Ja, sieht ordentlich aus. Okay. Dann gibt es hier Defensivgebäude. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, ob ich die hier errichte. Nur, weil das würde ja jetzt einen Slot verbrauchen, den wir ansonsten noch gut gebrauchen können. Also ich gehe da nur mal einmal schnell drauf. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Video hier pausieren und euch die Gebäude angucken. Defensivvorräte. Es gibt jetzt hier so ein Vorrätesystem, um Städte zu belagern. Und hier nochmal, ah ja, hier Chancen auf Verbreitung einer solchen minus 50%. Das ist, glaube ich, dann ganz, ganz sinnvoll hier irgendwann. Ne? Also, wie gesagt, wir spielen auf normaler Schwierigkeit. Ne? Ich will es jetzt hier auch nicht übertreiben, sondern wir wollen das Spiel kennenlernen und uns das angucken. So, das hier gibt Young Harmonie. Wachstum plus 10, Baukosten minus 4. Finde ich gut. Dann können wir keinen Teesalon bauen. Der Teesalon gibt Einkommensbonus. Du bringst Einkommen. Unterbindet den Bau des Gewürzmarktes. Du bringst Handelseinkommen, Fraktionswert und selber nochmal ein Einkommen. Warenmarkt plus 1 Yang. 150, 300. 225 plus 6. Ist also, ich sehe schon hier, diese Yin-Gebäude, sie sind ein bisschen mächtiger, ne? Sie sind ein Ticken mächtiger. Wobei, jetzt witzig, guck mal hier, dadurch, dass ich diesen Helden jetzt gekriegt habe, sind wir hier schon direkt auf die nächstniedrige Stufe gekommen. Wir haben Kontrolle von minus 6. Durch den Harmoniewert. Das ist schon krank. Ne? Da muss man echt dann ein bisschen aufpassen. Gerade so am Anfang von der Kampagne, dass man da nicht zu einsichtig wird. Was kriegen wir hier? Rekrutierung von plus 2 von Bauern, Schwerträgern und so weiter und so fort. Unterbindet dann aber hier das Ding. Verlustverstärkungsrate und Kontrolle. Rekrutierungskosten für Bauern. Ja. Wobei ich fast sagen würde, mir ist dann hier dieser Kontrollwert wichtiger mit dem Einberufungsamt. Und da wir ja irgendwie noch Young-Punkte brauchen, schauen wir gleich nochmal. Diese Forschung schließt sich nicht aus. Dann würde ich sagen, wir gehen hier dann auf die militärische Ausbildung, oder? Weil das sind hier so die, das sind so die Young-Dinger. Ne? Da sollten wir hin, um einfach schnell die Harmonie wiederherzustellen. Ne, also auch wenn ich sagen würde, zusätzliche Munition wäre mir eigentlich lieber. Aber ja. Wir müssen also hier schon ein bisschen bleiben. Angriffsbonus für Kavallerie ist auch okay. Jadelanzreiter und so. Ihr seht, ne, hier so Technologiebaum ist so dick. Also die Kampagnen sind auf jeden Fall auf eine längere Zeit angelegt. Ne? Also ich mache es ein bisschen langsamer. Dann könnt ihr das nachher, wenn ihr das auf YouTube seht, nochmal mitlesen. Okay, cool. Gerade erfahren, ich kann auch hier meinen Stream in so kleinere Parts aufteilen, dann machen wir das auch. Schauen wir hier nochmal, plus 3 für Kommandanten und so. Ja, dann geht das dann hier weiter, ne? Heldenkapazität, ja. Unterhalt von Jadekriegern, okay. Verstärkungsrate 15%, heftig. Schaden für rüstungsdringende Geschosse, plus 13 für Eisenhagelgeschützen. Unterhalt reduziert für Jadekrieger, ja, okay. Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarte, Einkommen aus Häfen, okay, ja. Häfen, weiß ich noch nicht, wie wir da jetzt so in Bälde drankommen werden, müssen wir gleich mal schauen. Okay. Okay, Heldenkapazität, nochmal hier, ja. Für Young-Armeen, ne, okay. Ja, okay. Schleicher und so weiter als Fähigkeit auf jeden Fall auch immer cool. Plus für Kontrolle, nice. Ist gut, dass es auch so ein paar neutrale Tags gibt, ne? Das ist ja schon durchaus wichtig, ne? Plus 10 Rüstung. Wobei man sich hier so früh noch nicht festlegen kann, ne? Wir können jetzt natürlich hier draufklicken. Guck mal da, 66 Runden forschst du einfach so straight durch, ne? Weißt du schon mal Bescheid, Schätzelein. Okay, immerhin, wenn ich das so richtig sehe, da dauert alles aber irgendwie auch nur 6 Runden hier in der Mitte, ne? Wird natürlich dadurch so ein bisschen kolportiert, dass du ja auch hier mit der Tech versuchen musst, Harmonie herzustellen, ne? So, dann machen wir erstmal das. Und jetzt nehmen wir hier unseren Brudi. Und der versucht hier mal die Technologie zu stehlen.
have miscalculated. Hm. Fehlschlag, wer hätte es gedacht? Master of the Ja, die Map kann ich mal kurz zeigen, aber das ist alles, was man momentan sieht. Ne? Wir sehen noch nicht so viel, aber die ist groß, ne? Okay. The Storm Dragon. Ja, also sie könnte jetzt Einheiten rekrutieren. I bow only before dragons. Ja, wenn der Typ hier hinläuft, dann greifen wir den hier an, ne? The Majestic Defender. So, ne, laufen wir noch ein bisschen näher ran. Haben wir gleich schon ein bisschen mehr Bewegungsreichweite. Jetzt müssen wir uns noch entscheiden, welches Gebäude wir hier errichten. Also, dann würde ich sagen, man kann die ja nachher auch wieder abreißen, ne? Also, würde ich mal sagen, Wachstum, Gebäudekosten reduzieren und so weiter, ne? Warum nicht? No might, no knowledge. JB Francis, grüß dich. Eigentlich schon irgendwas über Mortal Empires bekannt. Von meiner Warte aus noch nicht. Oh ja, Haltung annehmen. Ist richtig, danke. Ja, ich will hier nicht so komisch rumsitzen, ne? Wie so ein Lurch. So, was rekrutieren wir uns? Was rekrutieren wir? Zwei Einheiten gehen. Wie viel Range hast du? 90? Lass mal kurz gucken. Munition 20. Eisenhagelschützen. Ich will die gerne mal sehen. Komm, wir rekrutieren mal eine. Und noch so eine Einheit Bauern nehmen wir auch noch mit. So, okay. Dann haben wir diese ganzen Ereignisnachrichten einmal. Heldin erscheint, Drache braucht Dingens und Dingens. Ja, das kommt alles noch. Dieses Fenster zeigt eure Karawanen an. Sie können entlang der Elfenbeinstraße von Kartei aus nach Westen entsandt werden. Wenn eine Karawane ihr Ziel erreicht, erhaltet ihr eine große Belohnung. Und wenn sie es nicht schafft, dann sind wir down oder was? Ja. Die Karawanen, die ihr entsendet, die ihr entsenden könnt, werden hier angezeigt. Ihr könnt ihre Stufe und die Anzahl an Einheiten sehen und die sie beschützen. Mhm. Ihr könnt entscheiden, wie viel Fracht die Karawane mit nach Westen nehmen soll. Je mehr Fracht, desto größer die Belohnung, die ihr bei Erreichen des Ziels erhaltet. Und die Fracht musst du irgendwie einsetzen, ne? Das ist unsere Kohle gewissermaßen. Alle Karawanen beginnen ihre Reise hier. Die Linien, die von diesem Punkt ausgehen, also diese Eisenbahnschienen, naja, Spaß, sind so Pflasterstraßen, ne, stehen für die verschiedenen Routen, die Karawanen einschlagen können. Im Verlauf des Spiels werden Gefahren neben diesen Linien angezeigt. Also hier zum Beispiel, sogar auf den Linien, ne? Knotenpunkte. Nun zeichnet die Route, die eure Karawane nehmen soll. Ihr könnt die Route auch, nachdem diese entsandt wurde, ändern, um auf die Gefahren auf dem Weg reagieren zu können. Sie setzt sich nach dem Beenden eurer Runde in Bewegung. Zielknotenpunkt. Das ist ein Zielknotenpunkt. Wenn eure Karawane dort ankommt, erwartet euch eine Belohnung. Klickt diesen Punkt, um die Route dorthin zu planen. Nachdem ihr eure erste Route gewählt habt, klickt auf das Entsendenfeld, um die Karawane loszuschicken und kehrt zur Kampagnenkarte zurück. Denkt daran, hier zurückzukehren, um den Fortschritt eurer Karawane zu überprüfen. Okay. Gut, alles klar. Dann klicke ich hier drauf. Das möchtest du, ne? So sieht diese Route aus. Und was könnte ich jetzt hier machen? Eine Karawane rekrutieren. Ja, ich weiß nicht, ob wir das schon machen wollen. Wir können dann sagen, wir schicken da 1000 hin. Oder so. Das ist das Maximum auch. Ich weiß nicht, ob die dann ankommt. Kann von anderen Fraktionen angegriffen werden. Genau, Gildorin Glorian. Das weiß ich auch. Das habe ich auch schon gehört. Was haben wir da drin? Jadekrieger zweimal. Bauern Langspeerträger fünfmal.
Das sind aber keine Yin-Yang-Einheiten, wenn ich das hier sehe, ne? Die sind dann so neutral. Und 5 Fernkämpfer. Reisezeit 5 Runden. Tja, wollen wir es mal versuchen für einen Taui? Warum nicht? Entsenden wir mal, ne? So, dann gucken wir da nächste Runde rein und beenden hier die Runde, würde ich sagen, ne? Haben wir noch irgendwas vergessen? Nö. Ah, in den Kompass hätte ich noch reingucken können. Das muss ich noch machen. Stimmt. Hao Tao, was hast du vor? Du alter Schelm. Hao Tao rekrutiert Einheiten. Fbardgu vom Rothörnerstamm hat was vor. Also wir kriegen eine Belohnung für die rekrutierten Einheiten. Schön. Die Rebellen haben die Minen eingenommen. Sie stehlen den Reichtum Katais für ihren Verrat. Das dürfen wir nicht zulassen. Ja. Die Minen von Nanyang werden von rebellischen Kommandanten gehalten, die unter dem Einfluss. Ja, das haben wir gelesen. Siedlungen sind Häfen oder Städte auf der Kommandante. 1000 gibt's dafür. Ja, erobern wir. Jawohl, genau so machen wir das. Okay. You are but an ill-tempered buffoon. Das ist die Provinz Schießpulverstraße. Genauso wie diese Provinz hier. Das heißt, wenn ich ihm also diese Siedlung wegnehme, dann hat er die Rekrutierung dieser Einheiten nicht mehr. Warden of the Great Bastion. On tempestuous foot. Wenn wir ihn hier angreifen, dann werden wir diese Armee allerdings los. Dann hätten wir noch eine Runde, wo wir länger warten müssten, ne? I shall claim it. Der dunkle Herrscher möchte gerne auch Zugriff auf das Spiel haben. Ja, also ihr könnt das vorbestellen, ne, und mich dabei unterstützen. Das wäre so mein Werbehinweis an der Stelle. Link findet ihr auch in der Videobeschreibung. Oder ihr gebt einfach Ausrufezeichen WH3 hier im Stream ein. Ich werde mich übrigens noch um Rabattcode bemühen. Habe ich aber noch nicht machen können. Werde ich aber noch machen. Das können wir direkt auf Stufe 2 ausbauen. Das sollten wir dann also auch machen. Was könnte ich hier machen? Ich könnte diese Armee blockieren. Das kostet 312. Aber ich würde fast sagen, es wäre nochmal sinnvoller, eine Technologie zu nehmen, ne? Ich meine, klar, ich kriege eine Belohnung, wenn ich den da in diese Armee reinpacke. Aber was bringt der mir? Also ich mache zuerst, kämpfe ich doch gegen diese Armee. Und danach hole ich mir diese Minen, oder? Das ist doch der normale, das wäre doch der Weg, den ich hier machen würde. Weil die Armee hier, die könnte ja störend sein, ne? Oder? Ach, da haut er einfach ab. Aha, also hat geklappt. Du hast eine Technologie gestohlen. Sehr schön. Dadurch müssten wir doch eigentlich schneller forschen können, aber das sehe ich irgendwie noch nicht so, ne? Spezialist, mehr Erfolgschancen, weniger Kosten für Aktion. Armee blockieren, verwunden, Technologie stehlen, Kontrolle aus den Auskundschaften. Alles relativ ähnlich, ne? Tja, verwunden klingt gut. Harmonische Konvergenz, auch nice, ne? Schöner Zauber. Plus 30 Rüstung, sehr mächtig, ne? Nehmen wir mal die Stufe 1 mit. Das ist ja noch nicht so wahnsinnig entscheidend, ne? Nangau's Ire descends upon you. Der Link geht nicht, doch der geht. You are but an ill-tempered buffoon. Rubbel die Katz, guck mal. Seite wurde nicht gefunden, steht da. Oh, das ist aber merkwürdig. Der müsste eigentlich gehen. Dann gucke ich nochmal. Sekunde. So, wir müssen jetzt einmal nach unserem... Also bei mir dauert das einfach nur ein bisschen länger. Aber ich klicke nochmal drauf. Oh ja, jetzt steht hier auch, Seite wurde nicht gefunden. Ah, jetzt weiß ich, ach Gott, das ist der Nightbot wieder. Sorry, ja. Ich werde das ganz kurz noch schnell beheben. So, wo ist meine Karawane jetzt? Oh, ich habe übrigens Diplomatie vergessen.
City Commander. Ah, der ist noch gar nicht losgefahren, oder was? Okay. Müssen wir da Diplomatie schnell machen, ne? Ja. Okay, da, himmlische Loyalisten. Genau, Handelsabkommen, militärischer Zugang finde ich gut. Und Schutzbündnis weiß ich nicht. Gib mir mal Geld. Schön. Wo ist mein Nightbot? So, dann machst du den nochmal weg. Die imperialen Wachen. Auch da. Siedlungen tauschen, Krieg erklären, Krieg beitreten gegen Zahlungen. Aber die sind mit denen auch allen im Krieg, ne? Hier steht sehr schwach, aber sie geben mir ihr letztes Hemd. Ist die Frage, ob man sowas will, ne? Komm, gib mir hier 1400. Ich will die jetzt auch nicht komplett schröpfen, ne? Sonst haben die nachher keine Kohle mehr für irgendwas. Westliche Provinzen. Ah, der kommt mir doch bekannt vor, der Brudi. Handelsabkommen. Nichtangriffspakt. Zahlung anbieten. Okay, der denkt, ich wäre reicher als sonst in Nepis. Dann machen wir erstmal nur das Handelsabkommen. Das findet er dann, glaube ich, erstmal ganz gut. Ne? So verbessern wir dann erstmal stückweise die Beziehungen. So, ich muss noch ganz kurz nach meinem... Bevor es hier weitergeht... Da ist das Ding hier, da. Das muss ich noch gerade editieren. Sekunde. So, jetzt müsste das Command, wenn ihr es jetzt mal macht, warte, das geht immer noch nicht. Ach, das ist so dumm, das ist so blöd. Moment, ich mach's nochmal. Ah, ja, Moment, stopp, hahaha. Ja. So, nebenbei noch gerade ein bisschen gucken, damit ihr euch nicht zu sehr langweilt hier im Stream. Ja, Söhne des Berges, das sind diese Ogerfritzen, ne? Kann man mit denen handeln? Bringt das etwas? Minus 4. Man sieht man auch irgendwo nochmal. Früher konnte man. Doch, warte mal, hier sieht man das auch, ne? Das sind aber nur die, mit denen die Handelsabkommen haben, ne? Ich sehe nicht, mit welchen da Waren handeln. Da sähen wir dann, mit welchen Waren sie handeln würden, ne? Okay, alles klar. Schneller Handel als Optionsmenü gibt es da auch noch, aber dann haben wir Diplomatie gemacht. So, gucken wir noch kurz in den Kompass rein. So. Da. So, was haben wir hier? Also große Bastion. Defensivvorräte, Verlust, Verstärkungsrate, himmlische Seen wachsen, plus 3. Zorn des Drachen. Und Warpsteinwüste aktiv in der Richtung. Also Winde der Magie werden stetig. Schwäche, Korruption, minus 4 in Regionen von Kartei. Feindliche Wirtschaft, minus 6 pro Region. Genau. Eure Fraktion kann die Richtung des Kompasses erst in 2 Runden ändern. Ah ja, okay. Da setzen wir dann so ein bisschen die Richtung fest. Der Wujing-Kompass nutzt die Winde der Magie, um Großkaiserreich Kartei Wohlstand zu bringen. Das Ausrichten des Kompasses füllt die jeweilige Energiereserve. Je größer die Energiereserve, desto größer sind auch die Vorteile, die Energiereserve alle in Richtung nehmen, jedoch nimmt mit der Zeit ab. Okay. Alles klar. So, jetzt müsste es gehen. Jetzt geht der Link auch.
Oha. 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 Die Tiermenschen. Ich sag's euch, Leute. Die Tiermenschen. Versiegelt das Tor. Das Schlangentor wurde durchbrochen und wird nun vom Chaos kontrolliert. Erobert das Festungstor zurück, um das Großreich Kartei zu halten und eure Ehre als Hüterin der großen Bastion zu wahren. Friedrich. Greetings. Conspire against me. Oh, sorry for my nightbot. He's a bit strict. Nothing against you, sorry. Rubbel die Katz, guten Abend. Und Xerik, guten Abend. Schön, dass du auch da bist. Genau, Diplo wurde auch überarbeitet, ja. Okay. Dann Preisfrage. Wollen wir... Dragon's Acolyte. Wollen wir versuchen, mit ihm hier nochmal irgendwie was zu machen? Aber ich weiß nicht, wen... Ich sag erstmal, wir belagern jetzt die Minen von Nanyang. Ein knapper Sieg. Eine Siedlungsgarnison. Sind das Mauern? Ich weiß es nicht, ne? Umkreise es mal. So, und dann schick mir mal den Typen mit der Konvergenz hier rein. Gib nochmal Kohle, danke dafür. Zwei Runden brauchst du noch, okay. Jetzt steht hier Pyrrhus-Sieg. Okay. Dann schauen wir mal. Ja, Sir Lancelot, das kommt auch auf YouTube, ganz genau. Ich werde das in so handliche Parts von einer Stunde schneiden und dann kommt das auf YouTube. Ah, da gibt es diese Versorgungspunkte, die man einnehmen kann. Okay. Nach Abschluss der Ausstellungsphase beginnt die Schlacht. Einheiten können innerhalb des Ausstellungsbereichs eingesetzt werden. Sie werden dort... Okay. Was ist das hier? Zweitrangiger Versorgungsposten, Rebellenfürsten von Yanyang. Generiert für das kontrollierende Bündnis Vorräte und steuert die Verteidigungsanlagen. Okay, ja, ich muss sagen, ich muss mir das mal angucken. Ja, kann ich so jetzt gerade echt noch nicht so viel sagen, ne? Dann wäre ich doch mal dafür, stell mir die doch mal hier auf. Und die hier schützt mir hier vorne hin, damit die auch schön ihre Synergieeffekte bekommen. Es wäre mir noch lieber, wenn man die Harmonie dieser Einheiten noch ein bisschen früher erkennen könnte. Order and balance. Celestial Sorcerer. Ja, du kannst auch was zaubern. Mistress of Storm. Und du auch, ne? Kannst du dich in den Drachen verwandeln. Verringert Harmonie-Multiplikator, kein Zaubern. Okay. So, wie sieht das hier aus? Sie sind bereit, die Verteidigungen zu stürmen. Ja. Doch ich rate zur Vorsicht. Ihr steht einer verschanzten Armee gegenüber, die Zeit hatte, sich vorzubereiten. Mhm. Seid auf der Hut. Ja. Aber wir haben ja eine Arti. Am himmlischen Hof ausgebildete Zauberer sind im Gefecht stärker, wenn sie gemeinsam agieren. Mit vereinter Kraft lassen sich die Winde der Magie wirkungsvoller lenken. Ja. So, wie sieht denn das jetzt hier aus? Der baut da jetzt so eine Mauer hin. Barrikadenplattform, Rebellenfürsten Nanyang. Bauen Langsperrträger. Und das ist einfach nur dieser Versorgungsposten. Der ballert aber nicht, ne? Der kann, so Ballerdinger kann der aber bauen, ne? Oder so, was kann man doch bei diesen Belagerungen, da hast du doch irgendwie diese Vorratspunkte. Dann kannst du das Gerümpel, kannst du dann bauen, ne? Da gab es doch sowas. Okay, pass auf. Dann schießt du mal auf den.
Und dann jolost du mir mal gerade hier die beiden Schwertkämpfer da rein. Dann schauen wir mal, ob das klappt. Und dann gehst du hier hin. Und du gehst hier hin. Und du schießt auch noch auf den. Und du schießt mal bitte auch auf den. Ich will mir das jetzt mal angucken. Und du kommst mal mit da vorne hin. Den Zauberer nehmen wir dahin mit. Und du gehst dahin. Und die Kraft, die hält sich mal noch ein bisschen bedeckt. So, schauen wir mal. Achso, Moment mal. Was ist das hier noch? Beherrschung der Elementarwinde. So viele Elemente haben wir in himmlischen Kaiserreich. Magie nutzen von Kartei, wenn sie zusammenarbeiten. Achso, das war das mit den Karteianischen. Und wie funktioniert diese Zusammenarbeiten? Wie so viele Elemente. Die magischen Effekte der Zauberspiele von katayanischen Zaubern werden stärker, je mehr Magienutzer in der Armee kämpfen. Okay, ja, das ist es dann aber schon, ne? Okay. Dann müssten ihre ja auch besser werden, oder? Archers! Fight as one! Können die Eisenhagel... Boots hier was ausrichten. Master of Tempest. Stay in your ranks. Schnell, komm. Mach den mal langsamer. Setting for. Damit der Eisenhagel da mal hagen kann. Feindliches Gebäude wird angegriffen. Okay. Aha, da baut er jetzt so einen Turm hin. For the defense. Witness their demise. Long spears. Dann musst du jetzt dahin, oder wie? Und hier schieß mal auf den. Iron Hail of Gunners. Thoughts in harmony. Antacke. Ist das ein Speerkämpfer? Nee, ne? Kannst du den wegbretzeln? Ja, komm, dann schieß nochmal auf ihn. Schieß ihn mal weg, komm. Ratazong. Oh, die Formation hier, die ist aber noch nicht so prickelnd, ne? Ja, Antacke. Oh Gott, der haut auch schon ab. Alter, der hat genug von allem. The Storm Dragon. Heist the Dragon. Komm zurück. Defend the realm. An Iron God. The Celestial Daughter. March for the Emperor. Bringing harmony. Minds as one. An Iron God. Komm schnell. Gut. Nice. Drauf. Der schießt auf mich da hinten, der Typ, ne? Kannst du auf den schießen? Gut. Lauf mal schnell da durch. Du kannst hier hin. Du kommst dahin und machst mal hier einmal Heilung, bitte.
Lass mal, das ist, das wäre jetzt uncool, wenn der mir die Kafta abschießen würde. Nein, schieß doch an. Ja, mach doch mal hier, nimm mal einen, Junge. Du bitte auch. The storm wind blows. Iron hail upon us. Sent by dragons. Lighting the way. Wer schießt da auf dich? Ist das der Turm hier? Das ist der Turm da, ne? March in ordered ranks. Das da gefällt mir jetzt nicht ganz so gut. Defenders of Cathay. Gefällt mir nicht so gut. So, das Ding kontrollieren wir jetzt aber, oder? Okay, sauber. So, jetzt musst du mir nur ganz kurz verraten. Also, der kann hier diesen Turm hinbauen, aber da hier, ne? Jetzt haben wir das Ding hier besetzt, ne? Generiert für das kontrollierte Bündnis Vorräte und steuert Verteidigungsanlagen, Türme. Aber nicht hier, merkwürdigerweise, sondern, ne? Also, hier diesen Turm, den steuern wir ja nicht. Ne? Das ist jetzt nicht das Ding. So, und da müssen wir jetzt hin, ne? Was er da unten hat, das interessiert uns ja gar nicht so sehr. Alter, wie bist denn du da hingekommen? Wie bist denn du da hinterher gelaufen? Wahnsinn. Schau mal, kannst du das Teil dann da einnehmen? Das wäre eigentlich ganz interessant, ne? Wenn das gehen würde. So, hier, Schwester, ne? Einmal dahin und dann aber feuerfrei, ne? Und ihr hier da, Abdonaido. Antacke. So, okay. Ich glaube, so kann man das irgendwie machen, oder? Komm weg, die Barrage, da ist doof von dem. Mistress of Storms. Na komm, ich will mal sehen, wie du zum Drachen wirst. 3, 2, 1 und. Oha! Oha! Der Himmelsaal ist da. Ja, Angriff, komm. Und rums. Ui, okay. Es blitzt und donnert. Mal hier hin, da können wir dann die Mauern platt schießen. Ja, Alter. Aber man muss es wieder sagen, ne, die Türme, wenn der mal Türme hat, dann sind die sehr, sehr stark. Feindliches Gebäude wurde zerstört. Aha. Okay. Was ist das hier? Schwung verstärken. Passive Fähigkeit. Ja, okay, cool. The Celestial Faithful! For Cathay! The Celestial Daughter! Peasant Horseman! For the Emperor! I stand ready! Ach ja, sie laufen nicht hoch. Komm, lauf, lauf, lauf. Aha. Jetzt aber, komm, da kommt noch einer. Komm hier, schnell. Schieß. Für Kaffee. Das gefällt mir, das gefällt mir. Das Cathay hier so ein bisschen, oder Cathay so ein bisschen wie Kaffee ausgesprochen wird, das finde ich gut. Ey, die sind gut, die sind cool. Ich mag diese, die sind so ein bisschen wie bei, die sind so ein bisschen wie bei Warhammer 2, diese Deckschützen, ne? Genau, guck mal, und jetzt können die hier so schön in die Seite reinwummeln. Du übrigens auch. Guck mal hier, wie die wegschmelzen. Zack, 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 zack.
Und das war's. Okay, nice. Gefecht beenden. Das hat doch keinen Sinn, da länger zu spielen, ne? Ja, also man merkt, ich glaube auch, Rumpeler, du hast recht, die KI hat Schwierigkeiten, ähnlich wie bei vorangegangenen Total War-Teilen, an verschiedenen Fronten zu verteidigen. Ist so das, was ich hier so raussehe. Lancelot, übrigens noch vielen Dank für deinen Sub auf Prime. Ich danke dir für deine Unterstützung. Ja, guck hier, 113 Kills. Also das ist, weil die halt Armor-Piercing-Damage machen, mega gefährlich hohe Feuerrate in den Rücken der Einheiten, stark. King Kali, das ist eine interessante Frage. Die Verteidigungen sind gefallen, mein Kommandant. Nun entscheidet ihr über das Schicksal derjenigen hinter diesen Mauern. Ja, wir werden es einfach nur besetzen. Weil das ist ja unsere Mission. Wir haben den Trank der Geschwindigkeit bekommen. Okay, cool. Nur Nan-Li ist noch in den Händen der Rebellenkommandanten. Bringt die gesamte Provinz wieder unter eure Kontrolle. Ja. Was ist das? Glückbringender Schild. Okay, jetzt brauchen wir noch diese letzte... Halleluja. Da müssen wir uns auch drum kümmern, ne? Okay. Wir nehmen noch... wir nehmen noch eine Kavallerieeinheit mit. Und auf jeden Fall noch so eine Einheit Eisenhagelschützen. Also, genau. Kali, pass auf. Ich sag da gleich was zu. Ich werde jetzt mal hier ganz kurz die Aufnahme dieses Parts hier für YouTube beenden. Der Stream geht natürlich noch weiter. Und ich würde mich natürlich noch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch gebt oder wenn ihr mir einen Kommentar schreibt oder wenn ihr einen Daumen runter gebt, ist auch in Ordnung. Dann sagt mir halt, was ihr euch hier wünschen würdet, was man hätte besser machen können. Freue mich auf jeden Fall auf eure Beiträge dazu. Wie gefällt es euch bisher? Sieht ja erstmal so ganz nice aus. Auch so vom Spiel her, Belagerung fand ich jetzt ganz cool, hat mir ganz gut gefallen, nur KI war halt nicht so gut, ne? Müssen wir mal gucken. Also vielleicht wird da ja noch dran getüftelt, ihr wisst, Development in Progress, ne? Kann also noch sich einiges ändern. Warten wir mal ab. Und ich sage, bis zum nächsten Teil Pax Vobiscum Valete. Und für den Stream natürlich, bleibt einfach jetzt dran.